Jetzt bin ich bei meinem Lieblingsthema angelangt. Das beschäftigt mich im Moment schon seit einigen Jahren. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle etwas zu meiner persönlichen Entwicklung sagen. Ich bin von Haus aus Elektronikingenieur und vor 30 Jahren bin ich angetreten. Ich entwickle ein tolles elektronisches Gerät, das zum Schluss nur eine grüne und eine rote Lampe hat. Grün ist gesund, rot ist krank. Und das ist mein Diagnosegerät. Ich habe dann irgendwann lernen müssen, dass das nicht so ist, dass es nicht geht. Und ich bin vom Saulus zum Paulus geworden. Ich bin heute der Meinung, und das schon seit vielen Jahren, dass in der Therapie von Menschen elektronische Geräte nichts zu suchen haben. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, ich kriege da sehr viel Gegenwind von anderen Firmen, die tolle Geräte entwickeln. Deswegen haben Sie auch beim Bioenergiemodulator oder jetzt beim Lebenstransfer, das sind rein passive Geräte, wo keine physikalische Energie benötigt wird zum Betreiben und die ist auch nicht messbar. Das sind also ganz passive biophysikalische Resonatoren. Ja, und dann habe ich auch lernen müssen, mit Hellsichtigen umzugehen, ja, die mir immer gesagt haben, das ist so, und ich habe immer geglaubt, ich messe richtig. Und das war ein Prozess, der hat auch so 5 Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe. Und ich bin heute sehr froh, dass ich diesen Prozess durchlaufen bin, denn in der heutigen Zeit durch die Hilfe von Hellsichtigen und von Aurasichtigen wie die Isolde Wölfling bin ich in der Lage, Entwicklungen zu machen und Geräte zu entwerfen. Das wäre früher überhaupt nicht möglich gewesen. Und eines dieser neuen Produkte ist der Lebenstransfer, den wir gemeinsam entwickelt haben. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein kleines bisschen was drüber vorstellen. So, menschliches Bewusstsein, was ist das? Die Schulmedizin sagt, es sitzt im Gehirn das menschliche Bewusstsein. Hat sie recht. Bewusstsein sitzt auch in Organen und Zellen. Das begreift die Schulmedizin auch noch. Es gibt das Bewusstsein von Gefühlen und von Emotionen. Da tut sie sich schon sehr schwer. Und wenn ich dann noch anfange zu reden von einem kosmischen Bewusstsein, das heißt also einem nicht lokalen Bewusstsein, dann fängt sie an, darüber nachzudenken, ob ich denn spinne. Aber es ist tatsächlich so. Diese Einzelbewusstsein von unserem menschlichen Körper, die sind eingebunden in dieses gesamte kosmische Bewusstsein. Unsere Selbstheilung, wie wird die beeinflusst vom Bewusstsein? Es gibt ein Bewusstsein eines Patienten. Jeder Patient hat ein Bewusstsein. Jeder Therapeut, jeder von Ihnen, der therapeutisch tätig ist, hat ein Bewusstsein. Und jede Therapieform hat auch ein Bewusstsein. Ob das Homöopathie ist, ob das die Biofeldtherapie ist, die ich gerade vorgestellt habe, oder ob das der Lebenstransfer ist, oder ob das eine Heiltätigkeit ist. Da ist auch ein Bewusstsein vorhanden. Und diese drei Bewusstseinsdinge, die sind auch wieder eingeschlossen in ein kosmisches Bewusstsein, in ein nicht lokales Bewusstsein. Dieser Begriff nicht lokales Bewusstsein kommt aus der Nahtoderforschung. Es ist, glaube ich, vielleicht besser als kosmisches Bewusstsein, aber man tut sich da schwer. Es gibt sehr, sehr viele Namen dafür. Und erst wenn alles übereinstimmt, wenn nichts gestört ist, dann ist eine Selbstheilung möglich. Ich habe ein ganz einfaches Bild der Lebenssteuerung. Wir haben unten den Körper, unseren reinen Körper, mit dem wir laufen. Dann haben wir da drin Mikroben, Schadstoffe, Felder, die uns stören, die wir therapieren wollen. Darüber ist die Regulation, die beeinflusst wieder die Mikroben, Schadstoffe und Felder. Wir haben dann das Bewusstsein und dann zum Schluss kommt der Lebensplan, der individuelle Lebensplan, der für jeden
einzeln ist. Ja? Jeder von ihnen hat einen einzigartigen Lebensplan. Und diesen Lebensplan, da können wir manchmal vielleicht den Verlauf, den roten Faden nach oben oder unten schieben, aber wir können den nicht verändern, denn wir dürfen nicht Gott spielen. Und mit dem Lebenstransfer, das ist das Neue, das setzen wir in der Bewusstseinsebene an. Ich habe gemerkt, dass die Problematik auf den Mikroben, Schadstoffe, Felder, jeden Tag kommen immer mehr Schadstoffe rein und bilden neue Komplexe. Das ist alles nicht mehr beherrschbar. Ja? Jeden Tag mussten wir neue Programme entwickeln. Das ging nicht mehr und deswegen sind wir auf die Ebene des Bewusstseins gegangen. Schauen wir uns mal den Lebensprozess an, eine einfache Darstellung. Wir haben einmal die Zeugung und da ist der göttliche Lebensplan dahinter. Und dann kommt die Information unserer Vorfahren noch mit dazu. Und nach der Zeugung entsteht das Leben im Mutterleib. Und dann kommen wir zur Welt, dann leben wir, dann sterben wir, das ist der Tod. Und dann übergeben wir die Information als Vorfahre wieder in dieses große kosmische Bewusstseinsfeld rein für unsere Nachfahren. Und wenn wir uns mal betrachten, wo haben wir denn Ansätze für Therapie und Diagnose oder für Krankheiten, dann sehen wir, dass die Information der Vorfahren und die Zeugung, also dieser blaue Bereich, den haben wir bisher ein bisschen vernachlässigt. Wir haben uns immer in dem grünen Bereich bewegt. Ja. Das ist einfach durch die Entwicklung der Schulmedizin und der alternativen Medizin so gewesen. Ja. Der Lebenstransfer umfasst all diese Bereiche, den blauen und den grünen Bereich. Was kann nun der Lebenstransfer? Der Lebenstransfer kann einmal Beseitigung akuter und chronischer Belastungen. Dann ist er in der Lage, die Selbstheilung zu aktivieren von einzelnen Organen nach Vorgaben. Beispiel ein Krebskranker, ja, der schon ein relativ kaputtes Organ hat, an dem Krebs ist, ja, wo man eigentlich nur wirklich dieses Organ im Moment behandeln möchte, auch wenn er viele andere Baustellen hat, aber nur das ist notwendig für das Überleben. Dann können wir das also adressieren und dort einen Selbstheilungsimpuls aussetzen. Wir testen das mit der Therapiepriorität. Dann können wir eine Aktivierung der Selbstheilung mit der systemeigenen Auswahl der zu therapierenden Organe machen. Da erkläre ich nachher noch was dazu. Und dann als Oberstes, wir können die Wiederherstellung des göttlichen Lebensplans, die vorgegebene innere Ordnung, die können wir wiederherstellen bei dem Patienten. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das ist bei den allermeisten aus den Fugen geraten. Das ist so mal ganz grob das Spektrum, was wir mit dem Lebenstransfer machen können. Wie sieht der Lebenstransfer aus? Das ist ein kleines Gerät, so groß wie ein Zigarettenetui, macht man auf und da legt man dann eine Blutprobe rein und ein Mandala, so wie Sie es hier sehen. Und damit mit diesem Mandala, der Blutprobe und dem Gerät, das ist schon alles, was wir dazu brauchen. Und damit therapieren wir. Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Strom oder eine andere physikalische messbare Energie. Und der Lebenstransfer, das Gerät selbst, ermöglicht nur die Kommunikation zwischen Blutprobe und Spender auf allen Bereichen, also vom Körper bis in die höchste Bewusstseinsbereiche. Und welche Art von Fernbeeinflussung wir machen, das wird durch das Mandala bestimmt. Und wir haben heute Mandalas, wir können sagen, wir unterstützen das Selbstheilungssystem und wir unterstützen die Wiederherstellung
der Ordnung lebendiger Prozesse mit diesem Gerät. Wie sieht es aus? Wir arbeiten mit einer eingetrockneten Blutprobe. Ich habe eine Blutprobe von meinem Sohn. Mein Sohn ist 29 Jahre und die Blutprobe, die habe ich bei seiner Geburt von der Hebamme bekommen. Die habe ich von der mitgenommen. Und an dieser Blutprobe kann ich heute noch eine Diagnose machen und über diese Blutprobe kann ich heute auch noch therapieren, egal wo mein Sohn sich im Moment befindet. Wie ist das möglich? Unsere Erfahrung und die Erfahrung der anderen ist, dass diese Kommunikation zwischen Blutprobe und Spender, die kann man sehr gut über Quantenverschränkung erklären. Keine Angst, ich erzähle Ihnen hier nichts über Quantenverschränkung. Das überlasse ich lieber den Physikern, die es wirklich verstehen, weil es wird zu viel Mist über Quantenverschränkung erzählt und geschrieben. Aber es gibt jetzt noch eine zusätzliche Verbindung und da sind wir erst die letzten 2-3 Jahre drauf gekommen. Es gibt eine Verbindung nur zwischen einer eingetrockneten Blutprobe und dem kosmischen Bewusstsein und es gibt eine extra Verbindung zwischen dem Mensch und dem. Wir haben das durch Versuche, konnten wir das beweisen, das war ein Zufallsbefund, dass wir da drauf gekommen sind, aber das funktioniert so. Und diese Verbindung, die kommt auch mit rein. Und da habe ich im Moment nur eine einzige Erklärung, ich muss sagen, das sind Bewusstseinsfelder, weil da fasst es von der Quantenphysik auch nicht mehr. Wir haben also insgesamt diese Darstellung von der Blutprobe. Wir haben einmal die normale Verbindung zwischen dem Spender über Quantenverschränkung und dann geht es noch über dieses große kosmische Bewusstsein. Da gibt es auch noch eine Verbindung. Und wir arbeiten mit beiden Verbindungen. Wenn ich sage, wir arbeiten mit beiden Verbindungen, dann ist natürlich die Frage, ja, in welchen Bereichen arbeitet man? Wir arbeiten im Bereich Körper, Bereich Seele, Bereich Geist, Bereich heiliges Licht und dann haben wir noch weitere Bereiche. Das sind Bereiche, da haben wir aus Versuchen und durch Hell- und Aurasichtige wissen wir, es gibt weitere Bereiche, aber wir haben noch keine Namen dafür und wir haben auch keine Testhilfen. Für diese anderen Bereiche, von Körper bis heiliges Licht, da haben wir Testhilfen dafür und wir können jede Person, die muss nicht spirituell begabt sein, in die Lage versetzen, in diesen einzelnen Bereichen zu testen, mit diesen Testhilfen. Und jetzt komme ich mal zur Therapiewirkung. Wie sieht es da aus? Die naturheilkundliche Therapieverfahren, die Sie alle kennen, ja, egal was für Verfahren, das kann im Körper wirken, das kann in der Bereich Seele wirken, das kann im Geist wirken, das kann in zwei wirken. Es kommt immer darauf an, welche Therapieinformation Sie haben, welches Medikament, welches Globuli oder welche sonstige Information Sie haben. Und in dem entsprechenden Bereich arbeitet es, je nachdem, wie man es austestet. Der Lebenstransfer, bei dem ist es ganz anders. Beim Lebenstransfer ist es so, dass eine Therapieinformation durch ein Mandala entsteht. Zum Beispiel dieses Mandala, göttliche Liebe heißt es, und diese Therapieinformation, wenn ich die in den Lebenstransfer zu einer Blutprobe mit dazulege und lasse ihn arbeiten, dann ist diese Therapieinformation gleichzeitig in allen Bereichen vorhanden. Eine weitere Besonderheit ist, dass eine gewohnte Vorgehensweise und Diagnose, wie Sie sie alle kennen, dass Sie einmal eine Diagnose der Erkrankung machen. Sie treffen dann eine Therapieentscheidung aufgrund der Diagnose und aufgrund Ihres Wissens und Ihres Kenntnisstandes. Dann
können Sie einen Test der Therapiepriorität machen? Das ist schon was Besonderes. Das haben wir beim Biofeldtest entwickelt. Jeder von Ihnen weiß, wenn ich einen Kranken habe und der hat Mikroben und Schadstoffe und Konflikte und wenn ich jetzt die einzelnen Therapieformen dazu austeste, dann passt jede Therapieform. Aber wo soll ich zuerst anfangen? Soll ich zuerst seine Mikroben oder Schadstoffe wegmachen oder seine Konflikte? Der gute alte Therapeut hatte das im Bauchgefühl, was er zuerst angelangt hat. Beim Biofeldtest haben wir den sogenannten Therapieprioritätstest entwickelt. Und mit diesem einen einzigen Test können wir feststellen, wenn wir diese 3 oder 4 Therapien hinlegen, was für eine Therapiepriorität hat. Und es hat immer nur eine Therapiepriorität. So, und dann geht's als nächstes. Moment. Diagnose Krankheitsveränderung. Und das ist ein gewohntes Bild, das Sie kennen. Beim Lebenstransfer sieht es etwas anders aus. Da ist es so, dass wir eine freie Auswahl von Therapiemandalas haben, von 5 oder 6 Mandalas, komme ich nachher noch drauf, und wir machen nur einen Test der Therapiepriorität. Jetzt sehen Sie hier, da ist gar keine Diagnose der Erkrankung gemacht worden. Die brauchen wir eigentlich für die Therapie mit dem Lebenstransfer überhaupt nicht. Natürlich können wir eine Diagnose der Erkrankung machen, die machen wir aber ganz getrennt. Machen, bevor wir mit dem Lebenstransfer therapieren, Diagnose der Erkrankung und danach und können dann sehen, was passiert. Aber es ist nicht zwingend notwendig, zuerst eine Diagnose zu machen. Und hier ist natürlich ein Ansatz, an dem ich schon jahrelang arbeite. Ich entwickle jetzt schon seit fast 30 Jahren, ich habe mit Dr. Schweitzer den Biofeldtest entwickelt, ich habe die ganzen Therapieformen, die Geräte entwickelt und die Testwerkzeuge und wir sind natürlich immer bei einer subjektiven Methode und da kann ein Therapeut je nach Tagesform eben Fehler machen. Und mein Ansinnen war, ich möchte die Fehler der Therapeuten ausschalten. Und das ist das erste Mal richtig gelungen beim Lebenstransfer, weil nämlich keine Diagnostik erfolgen muss, um eine Therapieentscheidung zu treffen. Und das ist etwas ganz Großes. Das heißt also, da ist der Therapeut schon rausgenommen und eine große Fehlerquelle eliminiert. Ich habe vorhin gesagt, die verschiedenen Mandalas, es gibt ein Set von 6 Basismandalas, das sind sie. Mit diesen 6 Mandalas können wir ungefähr so, roundabout, 70% aller Fälle, die in der Praxis auftauchen, können wir damit lösen. 30% brauchen wir spezielle Dinge. Deswegen haben wir das im Moment das Basisset genannt. Ich möchte da ganz kurz auf 2 Mandalas eingehen. Einmal das göttliche Herz. Und zwar, wenn man die Aura betrachtet von den Menschen, die damit behandelt werden, was passiert da? Zum Ersten, das Chakra über dem Scheitelchakra öffnet sich, das Herzchakra wird aktiviert und, jetzt kommt das Interessante, es entwickelt sich ein Netz aus Verbindungsfäden zwischen allen Organen und alle Organe fangen an, aktiv zu werden und miteinander zu kommunizieren. Das ist also ein Mandala, das wir in der Regel immer als erstes benötigen bei jemandem, der noch nie mit dem Lebenstransfer therapiert worden ist, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Organen in Gang gebracht wird. Ein weiteres Mandala ist zum Beispiel Leben, heilige Heilung. Das ist ein Mandala, das wir bei akuten Beschwerden und Regulationsproblemen einsetzen können. Da sieht es so aus, wenn wir das anwenden, zuerst ist die Stabilisierung des Biomagnetfeldes, als nächstes, das bringt eine Stabilität in alle Bereiche des Körpers und der Körperzelle, und diese aktiviert die Regulationsfähigkeit und das Chaos wird geordnet und es bringt Ruhe und gibt Struktur, dieses Mandala. Das waren also 2 Beispiele von diesen Mandalas. Wie sieht die Entwicklung dieser Mandalas aus? Unser Ziel ist es, eine Mandala-Kombination zu haben, die für alle Menschen gleich ist und wo wir
einen Großteil der Krankheiten abdecken können. Dass wir also wirklich eine Standardkombination haben, wo wir 90% aller Probleme abdecken können. An dieser Entwicklung sind wir dran. Wir haben schon die ersten Teilergebnisse davon. Und das wird irgendwann, vielleicht nächstes Jahr oder so, wird es soweit sein, dass wir mit dieser Mandala-Kombination herauskommen können. Jetzt muss ich noch etwas sagen. Ein Riesenproblem ist, das kennen Sie sicher auch, egal mit was für einem Diagnosesystem Sie arbeiten. Sie haben immer wieder plötzlich mal bei der Diagnostik, bekommen Sie Befunde und sagen, Mensch, wenn ich den Menschen anschaue, das passt nicht zusammen. Da stimmt irgendwas nicht. Ja? Das heißt, der Mensch, das System Mensch gibt Ihnen nicht die eigentliche Information. Sie bekommen eine gestörte Information von dem Menschen. Ja? Und das ist auch beim Lebenstransfer so, und wir haben eine sehr elegante Lösung gefunden, die wurde uns von der geistigen Welt zugespielt. Wenn wir einmal jetzt das kosmische Bewusstsein sehen und einmal das menschliche Bewusstsein, und das ist der Lebensplan, dann kann es durchaus sein, dass Störungen im Spirituellen vorhanden sind und wir haben Störungen im Körperlichen. Es kann aber auch sein, dass die gesamte Übertragungsstrecke unterbrochen ist. Ja? Und dann sieht es aus wie so ein altes Analogradio, ja? wo der Sender mal weggeht und wo dann Störungen kommen. Wenn draußen ein Moped vorbeifährt, dann hören Sie nur noch tak, 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 tak drin. Und wenn Sie dann Digitalfunk heute anschauen, Digitalrundfunk, dann haben Sie diese Störungen alle nicht mehr und es ist alles weg und Sie haben ein ganz klares Signal. So müssen Sie sich das ungefähr vorstellen. Und die Lösung dazu ist ein sogenanntes persönliches Mandala, um das wieder zu erreichen. Und was ist das persönliche Mandala? Das ist ein Mandala, das aus dem Vornamen des Patienten und dem Geburtstag und dem Wort Weisheit besteht. Und das wird dann individuell für jeden Patienten errechnet und hergestellt. Und dieses Mandala wirkt alleine nicht, sondern Sie können sich vorstellen, es sind auf der Welt viele Dieter geboren worden am 12.04.1950. Ja? Erst wenn es mit der Blutprobe zusammenkommt, dann wird quasi ein wirklich wunderbarer, störungsfreier Kanal zu unserem Lebensplan im kosmischen Bewusstsein geschaltet, von dem wir ständig diese Informationen bekommen. Und wir merken das auch bei der Diagnostik, wenn wir zum Beispiel beim Biofeldtest oder bei anderen Diagnostiksystemen Probleme haben, jetzt bei schwer Krebskranken oder so, und wir nehmen eine Blutprobe von der Person, legen die in den Lebenstransfer nur mit dem persönlichen Mandala, und am zweiten Teil der Blutprobe diagnostizieren wir dann, ja, dann bekommen wir wirklich ein ganz sauberes Ergebnis, das wirklich auch mit der Schulmedizin, mit allem übereinstimmt und auch mit dem Zustand des Patienten. Und das sind eben die Störungen, die uns zu schaffen machen. Und genauso ist es natürlich auch bei der Therapie. Da brauchen wir das auch. Und die allgemeine Wirkung dieses Mandalas ist, das habe ich schon erzählt, das ist zusammen mit der Blutprobe und die Kommunikation zwischen Blutprobe und Spender, die erhält eine neue Qualität, keine Störungen, und die Therapiewirkung der anderen Therapiemandalas wird wesentlich besser. Das ist also ein wirklicher Segen geworden, und wir arbeiten jetzt schon, wir haben ungefähr fast 2 Jahre Erfahrungen mit diesen persönlichen Mandala, und das ist eine sehr schöne Geschichte. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine ganz andere Sache sagen, ein Beispiel, was wir entwickelt haben mit dem Lebenstransfer. Es gibt
die in Abadjania in Brasilien, den John of God, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen schon gehört, das ist ein Heiler dort. Und wenn die Leute da hinkommen zum Heilen, die strömen da massenweise hin, dann müssen die erst 2-3 Stunden dort in der Casa sitzen und dort sind Helfer von dem Heiler damit beschäftigt, 24 Stunden lang per Meditation ein großes Heilfeld aufrecht zu erhalten. Und in dem Heilfeld, das ist ungefähr 500 Meter groß, da sitzen die drin. Und es gibt einen Arzt, der arbeitet mit dem Heiler zusammen und der hat immer wieder ganz schlimme Störungen, also epileptische Anfälle. Und der nennt dieses Heilfeld die energetische Sicherheitszone. Und wenn er außerhalb dieser energetischen Sicherheitszone ist, fangen seine epileptischen Anfälle sofort an, aber innerhalb bekommt er nie das. Und das habe ich mir ein paar Mal angeschaut auf einem Video, das es gibt, und bin dann dahinter gekommen, es wäre sicher interessant, so eine energetische Sicherheitszone über den Lebenstransfer zu installieren, und zwar eine individuelle, nur für einen Patienten. Und das ist uns auch gelungen. Wir können diese Sicherheitszone mit einem Mandala installieren und da passiert dann Folgendes. Wenn Sie sich das jetzt hier anschauen, wie viele Menschen da sind, wie viele Emotionen und wie viele Störungen, und wenn wir jetzt einen Menschen dabei rausgreifen aus dieser Masse und machen jetzt eine energetische Sicherheitszone um sie herum, dann sieht es aurasichtig so aus, da entsteht erstmal ein riesengroßes leeres Feld, da ist gar nichts mehr dahinter. Und erst nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Minuten, passiert dann in dem Feld was und fühlt sich das. Das sehen also Aurasichtige. Das ist also eine absolute Leere, umgeben von Qi, also außen ist das Qi. Und was passiert, wenn wir das testen während dieser Zeit? Ja, ist es so, dass quasi die Regulationsstörungen und akute Belastungen, die lösen sich zum Teil auf. Wenn wir zuvor, bevor wir das machen, können wir Regulationsstörungen testen und akute Belastungen, ob es jetzt Mikroben sind, ob es jetzt technische Störungen sind, das ist egal. Das löst sich auf. Ja. Es gibt keine Blockaden mehr, egal durch was die sind, ob das jetzt nur normale Blockaden sind, ob das Besetzungen sind oder Fremdenergien. In diesem Feld gibt es keine Blockaden. Und die Aura der Patienten ist gegen Belastungen durch akute technische und biophysikalische Felder und gegen Fremdenergien geschützt in dem Moment. Das sieht so aus. Wir haben also dieses Mandala 9386 und wir benötigen dann ein persönliches Mandala von derjenigen Person mit dazu. Und damit können wir dieses ganz typische, nur auf die Person bezogene energetische Sicherheitsfeld machen. Wir können auch hergehen und können so ein energetisches Sicherheitsfeld auch erzeugen, nur für ein Organ. Das ist sehr sinnvoll. Zum Beispiel machen wir das sehr oft bei Operationen, wenn an einem Organ operiert wird, dann erzeugen wir dieses energetische Sicherheitsfeld für dieses Organ und schützen dieses Organ vor, während und nach der Operation. Und es kommen ganz tolle Ergebnisse raus, die Operateure schütteln bloß den Kopf, was ihnen geht so schnell wieder gut. Also es ist eine sehr, sehr gute Sache, die wir da übernommen haben von dem John of God. Ja, ich habe Ihnen bis jetzt nur über Anwendungen gesprochen. Wir versuchen natürlich auch ein bisschen wissenschaftliche Beweise zu machen. Aber wenn Sie im Bereich des Bewusstseins arbeiten, dann ist es also äußerst schwierig, ein Testverfahren, ein physikalisches Testverfahren zu finden, das Ihnen wirklich eine vernünftige Aussage gibt, was passiert tatsächlich oder welche Belastungen sind tatsächlich auf der Bewusstseinsebene vorhanden. Das hat einfach damit zu tun, dass es keine
im Moment noch keine vernünftigen Testsubstanzen zum Beispiel gibt für die Bewusstseinsebene. Das ist ein absolutes Neuland. Auf der Bewusstseinsebene, da gibt es zwar Forschungen, Placebo- und Nocebo-Forschungen, ja, aber da wird nur geforscht, was passiert da, und man kann natürlich dann die Auswirkungen, die sieht man dann auch. Ja. Aber wie man da jetzt da reinkommt und was, und da gibt es einen Mann, das ist der Günter Haffelder mit seinem Institut für Kommunikation und Gehirnforschung in Stuttgart, den ich schon seit vielen Jahren kenne und mit dem ich seit vielen Jahren, seitdem ich mich mit der Fernbehandlung beschäftige, wir arbeiten da zusammen, und wir haben jetzt für den Lebenstransfer, das hat die Isolde Wölfling gemacht, hat mit ihm Messungen gemacht, und ich möchte Ihnen eine Messung einfach mal vorstellen, ja. Und zwar ist es eine Messung gerade für dieses energetische Sicherheitsfeld. Wir wollten wissen, was passiert denn da tatsächlich. Die Messungen, die er macht, er nimmt das Gehirn-EEG auf, ja, linke, rechte Gehirnhälfte, macht eine Fourier-Transformation und stellt es dann über der Zeit dar. Und dann sehen Sie, für eine Person, das ist jetzt eine unbeteiligte Person, die hat dann einfach zwei solche Gebirgszüge hier, ja, linke und rechte Hemisphäre. Und unten ist quasi die Gehirnfrequenzen aufgetragen von 1 bis 31 Hertz, und nach oben ist die Zeit, wie lange die Messung läuft. Und die Probandin wurde einfach gemessen, in was vom Zustand sie ist, und Sie sehen durch diese vielen Höhen und Tiefen, da ist also schon irgendwo ein bisschen Chaos drin bei der. Und jetzt hat man diese Probandin über einen Blutstropfen dieses energetische Sicherheitsfeld zugeleitet. Das ist quasi da unten beim Start gemacht worden. Und da beim Start, der rote Kreis, da sehen Sie eine Spitze. Wenn ich diese Spitze jetzt mal rausvergrößere, sieht es so aus. Und der Günter Haffelder, der macht diese Messungen schon seit über 30 Jahren. Der macht diese Messungen an Heilern, der macht die Messungen an Kranken, ja, an Gehirnkranken, an Geschädigten, in Reha-Kliniken. Der macht die mit Rennfahrern, ja, der macht die Messungen an Leuten, die etwas mehr Gehirnschmalz möchten. Also er hat sehr, sehr viel Erfahrung darüber. Ja, es gibt solche Leute, die wollen da ein richtiges Tuning in ihrem Gehirn machen. Und er kann es genau sagen, jetzt hier, er konnte uns genau sagen, was da passiert. Er sagt, zuerst erschrickt das Gehirn, dann wird das Gehirn plötzlich neutral und geht in eine Beobachtungsstellung, und dann danach geht es in einen Heilmodus. Und das ist genau in dieser kleinen Zeiteinheit von dem Kreis hier ist es passiert. Und interessant ist jetzt, dass, wenn wir wieder die Gesamtdarstellung anschauen, ganz unten haben wir den Start bei 1 Minute 30, und dann sehen Sie irgendwo solche Spitzen, ja, und immer Zeit dazwischen. Und in diesen Spitzen wird ein Problem im Bewusstsein abgearbeitet, das bei dieser Person vorhanden ist. Das können Mikroben sein, Schadstoffe, das kann irgendwas aus einem früheren Leben sein, ja, das kann ein Schock sein, das ist egal, was es ist. Das wird abgearbeitet. Und interessant ist, dass Isolde Wölfling genau das Gleiche sieht. Sie sagt, am Anfang ist eine große Leere, und dann nach einer gewissen Zeit passiert plötzlich was, und dann ist wieder nichts, und dann passiert wieder was. Und das ist für uns natürlich schön, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, da eine Aussage zu machen, und zwar ist es einfach eine fundierte Aussage aufgrund des Wissens vom Günter Haffelder. Der hat sich im Laufe der Zeit ein irres Wissen angeeignet. Das ist also das, wo wir sagen können, da machen wir einen wissenschaftlichen Test. Ansonsten sind wir natürlich sehr stark angewiesen auf Hellsichtigkeit, auf Aurasichtigkeit, auf unseren Biofeldtest. Nur mit solchen Methoden können wir in einem Neuland, wo noch keine Erfahrung da ist, wieder vorankommen.